Ich habe einen Termin mit Frau Dr. Meyer. Aha, einen Moment bitte. Ja, Sie haben einen Termin. Warten Sie bitte ins Wartezimmer. Okay, warte ich. Frau Hartmann, kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte rein und setzen Sie sich. Okay, danke. Hier machen kann. Ja, gerne. Welche Zeugnisse haben Sie? Ich habe in Syrien im Gymnasium 11. Klasse abgeschlossen. Schön, haben Sie die Zeugnisse dabei? Leider nicht, weil in Syrien Krieg war und wir sind nach Deutschland gekommen. Deswegen mein Papier sind verloren gegangen. Oh, schade. Tut mir leid, ohne Realschuleabschluss, Sie können nicht mit uns Ausbildung machen. Aber ich habe noch 9. Klasse, die Zeugnisse von 9. Klasse dabei. Aber die Regel ist so, ohne Realschulabschluss, Sie dürfen nicht Ausbildung machen. Tut mir leid. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, bitte, herein. Guten Tag. Ich bin Roshan. Mein Name ist Möverstedt. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe in Syrien im Gymnasium die 11. Klasse abgeschlossen und ich möchte das Gymnasium fortsetzen. Oh, das ist ja toll. Sie möchten hier bei uns Abitur machen? Mhm. Klasse, das freut mich, das ist schön. Dann haben Sie ja bestimmt viele Voraussetzungen. Kann ich Ihre Zeugnisse aus Syrien sehen? Leider nicht, weil Sie sind bei der Flucht verloren gegangen. Ach, sind verloren? Mhm. Oh, das sieht schlecht aus, Frau Roshan. Da kann ich leider in dem Falle gar nichts für Sie machen, weil Sie brauchen ein Zeugnis und das muss auch anerkannt sein. Erst dann kann ich Sie in die gymnasiale Oberstufe bringen. Gibt es keine anderen Möglichkeiten? Ja, in Deutschland haben wir schon eine andere Möglichkeit. Und zwar können Sie mit dem Hauptschulabschluss, den Sie eventuell erwerben, eine duale Ausbildung durchlaufen, also eine Berufsausbildung. Eine andere Möglichkeit sehe ich zunächst erstmal nicht. Das bedeutet, ich kann nicht weiter studieren. Studieren nicht. Sie können im Anschluss an die Berufsausbildung schon studieren, aber Sie brauchen erst den Hauptschulabschluss, um dann weiterhin zum Abitur zu kommen. Okay. Es tut mir sehr leid. Aber da kann ich nichts machen. Okay. Vielen Dank. Okay, bitteschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Herr Hamidi. Martin, setzen Sie sich doch. Dankeschön. Was kann ich für Sie tun, Herr Hamidi? Ich möchte gerne hier einen Deutschkurs machen. Ja, super, da sind Sie genau richtig. Hamidi Yamshet, ja, sehr gut. 19 Jahre, stimmt. Ah, Herr Hamidi, Sie kommen aus Afghanistan. Ja, ich komme aus Afghanistan. Ach, das ist schwierig. Warten Sie mal kurz, ich muss mal eben telefonieren. Ja, ich warte. Okay. Ja, ich bin's. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe hier gerade einen jungen Mann, 19 Jahre, der einen Deutschkurs machen möchte, aber der kommt aus Afghanistan. Ja, ist gut. Danke. Ja, tschüss. Herr Hamidi, Sie können einen Deutschkurs hier machen, aber Sie müssen ihn selber bezahlen, wenn Sie aus Afghanistan kommen. Oh, oh. Wie kostet der Kurs? Der kostet 480 Euro.
Das ist sehr teuer. Bekomme ich keine Unterstützung. Es tut mir sehr leid, Herr Hamidi, aber ich kann hier leider nichts mehr für Sie tun. Ich wünsche Ihnen aber trotzdem viel Erfolg noch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss. Ja, rein. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Jaschet. Nö, versteht. Bitteschön. Was ist denn Ihr Anliegen? Ich möchte gerne hier einen Deutschkurs machen. Ja. Können Sie mir ein bisschen mehr verraten? Woher kommen Sie? Ich komme aus Afghanistan. Ja. Ich bin 19 Jahre alt. Und wie alt sind Sie? 19? Ja. Können Sie gleich vergessen. Können Sie gleich vergessen. Warum? Wir dürfen hier bei uns in den beruflichen Schulen nur Schüler in den Deutschkurs aufnehmen, die nicht älter als 18 Jahre sind. Das sagt der Gesetzgeber. Ja, aber der Gesetz sagt, das müssen wir integrieren. Das müssen wir uns integrieren und müssen wir ein bisschen wie Deutschen sein. Aber wenn wir keinen Deutschkurs besuchen können und keinen Sprachkurs, ja, ich verstehe nicht, dann wir sind perspektivlos.